Liebe Ofenfreunde, heute mal in eigener Sache. Es geht um das Thema Kaminofenmontage. Wir machen sowas und wir bieten es jetzt einfach mal an, beziehungsweise wollte ich mal erläutern, was machen wir da überhaupt? Wie kommt ihr überhaupt in den Genuss, dass wir dann vor eurer Tür stehen? Und was ist vielleicht ein bisschen zu beachten? Also grundsätzlich, wir montieren eigentlich jeden Ofen. Na, es ist jetzt ein bisschen schwierig, also ob der bei uns gekauft wurde oder nicht, spielt jetzt keine große Rolle. Ihr müsst euch nur darüber klar sein, dass ein Montagepreis für einen Ofen, den wir nicht selber verkauft haben, immer höher ist als derjenige, wo wir den Ofen verkauft haben. Das hat einfach was mit einer Mischkalkulation zu tun. Und wir fahren auch deutschlandweit überall hin. Das spielt für uns keine Geige. Es ist dann aber immer eine Frage, wohin fahren wir? Also auch da ist die Fahrtkosten irgendwie individuell berechnet. Deswegen hauen wir jetzt auch keine Preise raus. Uns geht es eigentlich darum, dass ihr wisst, wie kommt ihr dazu. Also ihr habt jetzt einen Ofen gekauft oder ihr habt vielleicht auch vor, bei uns den Ofen zu kaufen. Dann brauchen wir für eine Montage immer Bilder. Das ist wichtig. Entweder ihr habt Grundrisse, ich schreibe es auch mal auf. Der erste Schritt ist neben der Kontaktaufnahme, das ist ja klar, man muss sich ja irgendwie kontaktieren, Bildmaterial, Zeichnung. Wir müssen logischerweise abschätzen können, was ist das für ein Raum, was ist das für ein Schornstein, was haben die Kunden für Anforderungen oder was habt ihr für Wünsche. Da kann man von Stöckchen zum Hölzchen kommen, ja, also reiner Ofen mit Holzregal, mit Bank und allem drum und dran. Das machen wir alles. Und dann brauchen wir aber auch irgendwo mal eine Grundlage, auf der wir arbeiten können. Bilder, Zeichnungen, Telefonnummer, Adresse, das sind immer so die Basisdaten, die wir irgendwie bräuchten, um zu sagen, was wird denn am Ende die Montage kosten. Dann arbeiten wir üblicherweise so, dass wir Angebote machen, Festpreisangebote. Das heißt, da kommt das Angebot. Da steht jetzt drin 550 netto, Set B, ja, richtig, das ist jetzt kein Preis, den ich rauslasse, sondern 550 netto. Das heißt, wir bauen das für den Preis, und zwar egal, ob wir jetzt 2 Stunden brauchen oder 2 Tage. Ja, das ist unsere Sache. Deswegen brauchen wir auch Bildmaterial und Zeichnungen, weil wir natürlich vorher genau wissen wollen, was erwartet uns, möglichst genau. Und ich bin schon, wie gesagt, eine Weile dabei, über 20 Jahre, und kann sagen, es gibt keine Baustelle, wo wir keine Überraschung erleben. Also da sind wir sehr genau, weil wir dann am Ende auch genau sein wollen und euch nicht irgendwelche Kosten aufdrücken, die ihr nicht kennt oder wusstet. Es gibt besondere Situationen, wo man dann in Absprache mit der Kundschaft dann doch nochmal mehr verlangen muss, ja, weil dann bestimmte Sonderlösungen da waren oder der Holzbalken mitten durch den Schornstein geht. Das haben wir auch alles erlebt. Oder eine Wasserleitung an der falschen Stelle. Alles erlebt, ja, dann muss man natürlich miteinander reden, aber das sind Ausnahmen und nicht die Regel. So, dann haben wir den Punkt 3, wir bauen auf. Und ich schreibe jetzt mal Lieferung und Montage, weil im Vergleich zu der Konkurrenz, zu dem lieben Wettbewerb, montieren wir nicht nur die Öfen, die bei euch stehen. Das machen wir grundsätzlich so, dass wir den Ofen anliefern. Ja, also wir kommen mit Werkstattauto und mit dem Ofen oder den Teilen, die man braucht, und montieren den bei euch, tragen den dann logischerweise auch in den Aufstellort. Das ist also bereits im Preis mit inbegriffen. Ihr müsst nicht den Ofen selber irgendwohin boxieren, weil wir haben die Haltung, sage ich jetzt mal, ihr sollt, wenn ihr eine Montage bucht, alles aus einer Hand bekommen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir keine Lust haben auf eine Diskussion, wer hat denn jetzt den Kratzer gemacht, ihr oder wir. Deswegen kommen wir mit dem Gerät, das steht nicht ewig bei euch rum, da gibt es auch keine Diskussion, wenn da irgendwelche Schäden dran sind, wer das bezahlt, das macht dann wir oder die Versicherung. Also das ist für uns wesentlich und wir machen es halt, wie gesagt, ein bisschen anders, wir kommen nicht alleine, da kommen in der Regel 2 Leute, manchmal sogar 3 Leute, kommt auf die Baustelle an und montieren das Gerät bzw. das, was dann eben erforderlich ist, auch zusammen mit dem Schornstein und allem drum und dran. Ja. Wir dürfen auch individuelle Öfen bauen, also alles möglich. Es ist keine Grenze. Und dann sind wir eigentlich durch. Ja? Dann das sind nur kleine 3 Punkte. Wichtig noch, was für den Mitbewerber, also ihr habt ja auch, vielleicht guckt der ein oder andere Ofenhändler hier hin, Onlinehändler, wie auch immer, auch ihr könnt uns buchen, ja, ist kein Problem. Ihr müsst euch nur ein bisschen darüber im Klaren sein, dass wir ähnlich kalkulieren wie ihr. Das heißt, am Ende des Tages muss bei uns im Geldbeutel auch Geld übrig bleiben. Und
Da kann man in Absprache immer mal Festpreise machen, kommt immer auf die Entfernung an, wo ihr seid. Ja? Und dann kann man für euch als Kalkulationsgrundlage mal so ein kleines Preisblatt machen, damit ihr wisst, wie und was. Und dann montieren wir natürlich auch die Öfen für euch. Das ist kein Problem. Wir machen es auch, als letzten Hinweis, wir machen es auch für Baumarktöfen. Allerdings, und da seid euch bitte drüber im Klaren, wer einen Baumarktofen für 500 Euro kauft, kann nicht von uns erwarten, dass die Montage 100 Euro kostet. Das ist uns völlig egal, was der Ofen gekostet hat und was ihr da bezahlt habt. Wir rechnen unsere Kosten und das, was wir als Ertrag brauchen. Und dann wird es passieren, dass so eine Montage für ein Baumarktgerät in der Regel teurer ist als das Gerät an sich. Deswegen muss man immer überlegen, macht das Sinn? Wir machen im Übrigen auch Fachunternehmererklärungen, Berechnungen, die Absprachen mit dem Schornsteinfeger, alles, was notwendig ist, um am Ende für euch den Ofen dort stehen zu haben, brennen zu haben, die Feuertaufe hinter sich zu bringen. Und dann habt ihr, denke ich mal, ein rundum sorglos Paket und das bucht ihr bei uns auch. Und das ist uns auch wichtig. Deswegen, wenn ihr Ofen kaufen wollt oder schon gekauft habt, kontaktiert uns, wir machen euch ein Angebot. Und dann geht es in der Regel relativ schnell und zügig, bis der Ofen steht. Wenn es Fragen gibt oder ihr uns direkt kontaktieren wollt, schreibt es in die Kommentare, schreibt es ins Formular rein. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren und dann ein Like da lassen. Das wäre ganz wichtig. Wir sehen uns im nächsten Video.